früh raus für die zweite Chance. Für die jugendlichen Häftlinge im Seehaus Leonberg beginnt der Tag bereits im Dunkeln. Lauftraining. Statt im Knast sitzen, wird hier im freien Strafvollzug gesprintet, gedehnt und Muskeltraining gemacht. Mit dabei Heike Hoffmann, früher Spitzensportlerin. Jetzt ist die Chemotechnikerin, trainiert vor ihrer Arbeit die Jugendlichen ehrenamtlich. Langsame Liegestütze. Ich liebe es einfach mit den Jungs zu laufen. Mir liegen es am Herzen. Mir liegt auch die ganze Vergangenheit der Jungs auf dem Herzen. Und es macht einfach Spaß, wenn man was weitergeben kann. Respekt, Regeln, Disziplin. Im Seehaus Leonberg lernen die Jugendlichen oft zum ersten Mal, was ein durchstrukturierter Tagesablauf in einer Familie bedeutet. Nach dem Frühstück heißt es Abspülen, Hausputz, stilles Gebet. Ein straffes Erziehungsprogramm für rohe Kerle, die vorher Unschuldige beraubt, verletzt und erpresst haben. Gemeinsam geht es zur Arbeit. So sollen in einem Jahr aus meist schlechten Schülern handwerklich geschickte Auszubildende werden. Der 18-jährige Lukas arbeitet in der Metall- und Elektrowerkstatt zusammen mit Esteban Färber, dem 72-jährigen Rentner, der früher als Elektrotechniker Steuerungen verdrahtet hat. Jetzt gibt er sein Wissen weiter, nicht für Geld, sondern aus Überzeugung. Ich versuche den Kindern, den Jugendlichen zu sagen, also hier, es lohnt sich hier zu sein. Es lohnt sich hier zu sein. Hier ist eine Chance fürs Leben. Nochmal ein Anfang, nachdem sie gestrandet sind. Anpacken, pflichtbewusst Aufgaben erledigen und Ausdauer lernen. Wer als junger Häftling ins Seehaus Leonberg kommt, der muss sich seine zweite Chance selbst erarbeiten. Lukas hat sich genau das vorgenommen. Was ich halt auch gut finde, warum ich hergekommen bin, ist, dass man die Strafe einfach sinnvoll hier absetzt. Und jetzt, man kann das erste Ausbildungsjahr machen hier, was ich jetzt auch begonnen habe im Bau. Ja, also ich finde es eigentlich super hier. Meist 15 Jugendliche lernen hier gemeinsam, füreinander Verantwortung zu übernehmen. Rentner Esteban Färber ist mittendrin, sieht Fortschritte, aber auch Enttäuschungen. Für Einrichtungsleiter Tobias Merkle würde das Seehaus ohne Ehrenamtliche nicht funktionieren. Den Inselcharakter, den so eine Einrichtung mehr oder weniger automatisch hat, können wir dadurch durchbrechen, dass Leute von draußen da sind, dass wirkliche Leute da sind, nicht nur die Mitarbeiter, die hier arbeiten, sondern dass die Jungs auch Kontakt haben zur Welt draußen und so auch schon integriert werden in die Gesellschaft. Draußen durch das eigene Können überzeugen. Das will auch der 19-jährige Kuschtrim, verurteilt wegen Körperverletzung und Raub. Jetzt sägt, hobelt und schleift er mit Begeisterung. Nach der Haft will er eine Lehre beginnen. Genauigkeit, Pünktlichkeit und Verlässlichkeit sind dann Pflicht. Werte, die ihm auch die Freiwilligen im Seehaus vorleben. Leute, die du nicht kennst, die normalerweise für ihre Tätigkeit auch Geld bekommen würden, sage ich mal, die machen das alles umsonst, weil sie uns halt so viel mitgeben wollen wie möglich. So. Adrenalin fürs Selbstbewusstsein. Judo nach dem Abendessen. Trainer Roman Bauer nimmt die Jungs hart ran. Geld will er dafür nicht. Die Sportart Judo kann gerade durch dieses faire Kämpfen nachregeln, den Jungs auch zeigen, dass man das nicht nur immer darum geht, einem einfach auf die Mütze zu hauen, sondern man kann fair kämpfen. Und das ist so das, wo ich sage, das macht mir Spaß, denen das beizubringen. Kuschtrim hat sich durch Fleiß und Disziplin Klavierstunden verdient. Mit dem Leonberger Musiklehrer Benjamin Spanitsch feilt er jetzt am Taktgefühl. Breit, links, rechts, breit. Gleich nochmal. Ich sehe mich in dem Sinne als Vorbild, als dass ich für meine Arbeit nicht honoriert werde und kein Geld dafür bekomme. Und das im Prinzip dann vielleicht auch für die Jungs hier, die in Unterricht kommen, vielleicht dann auch irgendwie für später ein bestimmter Gedanke dann sein könnte. Eine zweite Chance geben für Ehrenamtliche wie Benjamin Spanitsch, nicht nur in der Weihnachtszeit. Das richtige Geschenk.